Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier auf Sarah Mortis erspielen können. Und zwar habe ich das hier schon einmal im Inventar. Das schimpft sich Firms Versuchsobjektbehälter. Und dieses können wir, wer hätte es gedacht, bei Firmen bekommen. Und wo haben wir den Typen? Der befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 34, 48, wenn ihr denn die Kampagne hier zumindest auf Stufe 3 freigespielt habt. Dann habt ihr den Typen hier, der gibt euch jeden Tag zwei Daily Quests. Und diese Daily Quests, die geben ja außer so ein paar Ressourcen eigentlich keine Belohnung. Es gibt anscheinend eine Random Chance, dass ihr dieses Toy einfach als zusätzliche Belohnung bekommt, wenn ihr die Quest abgibt. Ich persönlich habe es jetzt bei dem Twink nicht gesehen, dass ich diese Belohnung zusätzlich bekomme. Erst als ich es abgegeben habe, hatte ich es im Inventar bekommen. Ich habe jetzt auch ein bisschen auf WoWhead nachgelesen. Anscheinend kann es von allen möglichen von diesen Daily Quests als zusätzliche Belohnung droppen. Ich habe es persönlich jetzt von der Quest bekommen, wo man diese Kugeln absaugen muss in der Mitte von der Zone. Ne, da muss man ja hier 300 so Sachen von den Kugeln absaugen. Da habe ich es jetzt zusätzlich bekommen. Es haben aber auch andere Leute schon geschrieben, dass es von der Quest bekommen haben, wo du dich rumporten musst und diese Mobs quasi da untersuchen. Also das scheint es von allen von diesen Dailies zu geben. Ist halt ein random Buy-Drop, eine nette Sache. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Was das für eine Drop-Chance hat, kann ich euch nicht sagen. Es scheint ziemlich random zu sein. Da gibt es leider zurzeit noch nicht genug Daten. Macht einfach mit verschiedenen Chars immer diese Dailies, dann werdet ihr es hoffentlich irgendwann kriegen. Gut, ich würde sagen, wir lernen das einmal. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. Rim heißt der Typ. Und was macht das? Platziert einen von Fürims Versuchsobjektbehältern vor euch. Okay, das machen wir jetzt mal. Und ihr seht, dann haben wir hier so einen komischen Behälter. Da sind jetzt in dem Fall Schnecken drin. Und ja, sieht ganz cool aus. Ist wieder ein Toy mehr in der Sammlung. Und wir müssen eigentlich, wie gesagt, nichts Schweres machen. Wir die Dailies werdet ihr wahrscheinlich, so wie ich auch, sowieso machen, um hier so ein bisschen die Ressourcen zusammenzufahren. Gut, das war es eigentlich schon an der Stelle. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das Toy auch kriegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.